Und willkommen zu meinem zweiten Video von Elenas Küchenecke. Ja, ich weiß, ich habe im letzten Video gesagt, am Ende irgendwann, glaube ich, oder in der Mitte, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das da gesagt habe oder ob ich es überhaupt gesagt habe, aber dass ich eigentlich als nächstes euch mal meine vegetarische Bolognese zeigen möchte. Aber ja, heute hat sich spontan ergeben, dass ich Lust habe auf Brownies oder besser gesagt auf Muffins. Und ich dachte, dann kann ich es doch auch gerade für euch aufnehmen. Weil die vegetarische Bolognese habe ich gemacht, weil ich voll Bock drauf hatte, habe vergessen, ein Video davon zu drehen. Gut, manchmal schon ein bisschen Pillepalle. Gut, ich muss mal ganz kurz hinter euch, weil da ist mein Schneebesen. Den brauche ich gleich. Gut, ich werde euch jetzt ein bisschen nach unten tun, damit ihr auch alles seht. So. Gott, das Teil ist echt toll. Ja, also. Ihr seht zwar jetzt mein Gesicht, dafür meinen heute geschwollenen Körper. Ja, entschuldigt. ich habe den Ofen jetzt schon mal mit einem Blech, mit einem kleinen Dings drauf, einem Backpapier. Auf 180 Grad werde ich den jetzt vorheizen. Und jetzt brauche ich mein Hauptinstrument, diesen wundervollen Löffel. Ja, also ich benutze grundsätzlich Dinkelmehl, weil vertrage ich besser. Bei Weizenmehl bleiche ich immer auf wie nichts. Ja, ich hätte gestern die Pizza nicht essen sollen. Jetzt fühle ich mich wie so ein wies Michelin-Männchen, ehrlich gesagt. Aber gut. Und jetzt nehme ich pro Person gerechnet einen Löffel Mehl erstmal. Wenn man das Weizenmehl nehmen würde. Wir sind zu dritt. Wartet, ihr seht immer noch nicht alles. So, jetzt seht ihr mehr. Gut, also ich nehme jetzt mal für mich zwei, für meine Mom zwei und für meinen Dad auch nochmal zwei. Also insgesamt sind da jetzt 6 Löffel drin, weil ich vorher schon mal einen Löffel, noch mal 2 Löffel reingemacht habe. Obwohl, das wird zu viel. Wir sind, ne, das wird mir doch ein bisschen zu viel, weil ich möchte ja eigentlich nur eine kleine Portion machen, damit ich einfach so. Weil ich gerade voll Bock auf das Gebäck habe. Gibst du. Ich habe voll Hunger. Ich will irgendwie Zucker gerade. Und ich weiß auch nicht, woher es kommt, aber ich brauche jetzt gerade irgendwie Zucker. Und dann dachte ich mir, backe ich mir was Schönes, weil leider Gottes der Laden, weil das Vertrauen schon zu hat. Es ist Südzucker. Nicht der feinste Backzucker, sondern nur feinster Zucker. Aber auf jeden Fall nehme ich da dann pro Person auch ungefähr einen Löffel. Weil die letzten Male, als ich es probiert habe, ich mache noch einen dazu. Ich gebe es zu. Wenn du Bock auf Zucker hast, das sollte ich auch nicht gerade ausgerechnet an dem sparen, dass du drauf gerade am meisten Bock hast. Das ist nicht so die intelligenteste Idee dann. Ja, dann hier habe ich noch braunen Zucker ein bisschen, weil ich. Der muss weg, um ehrlich zu sein. Der ist noch von einem anderen Backprojekt da und das ging voll in die Hose. Und ja, der sollte jetzt langsam mal aufgebraucht werden, bevor irgendwelche Viecher reinkrabbeln. Nicht, dass wir Viecher befallen haben. Aber ich sage auch nicht, dass wir keinen haben. Also ist irgendwie so ein bisschen bei uns kompliziert. Liegt an den alten Einbauschränken. Entschuldigt übrigens mein Outfit. Ihr seht mich in meinem Schlafanzug. Ja, ist ein bisschen unangenehm. Aber ich habe heute noch keine Energie gefunden, mir was anderes anzuziehen. Also davon nehmen wir jetzt mal nochmal 2 Löffelchen, würde ich sagen. Jetzt. Ich könnte jetzt Vanillezucker nehmen. Klar, Vanillezucker macht immer noch so eine schöne vanillige Note. Aber, und das ist jetzt, da bin ich vielleicht auch alleine. Ich finde, ganz ehrlich, wenn man Vanille in ein Schokoladengebäck reinmacht, schmeckt man die Vanille kein Stück mehr. Also, das finde ich dann Ressourcenverschwendung, um ehrlich zu sein. Und deswegen bringe ich schon das Mehl weg und das Ding weg. Weil das Wichtigste beim Backen und Kochen ist immer, soweit so die Flächen sauber zu halten, dass man überhaupt Platz hat, um das nächste zu holen oder das nächste zu haben, was man braucht. Gut, dann als nächsten Schritt rühre ich das jetzt erstmal einfach nur so.
Und ich erinnere mich jetzt dran, dass es nichts gibt, was Gebäck, dass es noch eine Sache gibt, die noch rein muss. Entschuldigt. Backpulver. Nicht viel, einfach nur so ein bisschen, damit es ein bisschen luftiger wird. Muss ja nicht wirklich großes Gebäck werden, weil ich habe Muffinform. Entschuldigt, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, wie ihr vielleicht mitkriegt. Ist ja schwer zu gehören. Ist bei mir immer so eine Sache, ich neige dazu, wenn ich Erkältungen kriege, dass es bei mir länger dauert als bei jedem anderen gefühlt. So. Und eine Prise Salz. In alles Süße sollte man ein bisschen was Salziges und in alles Salzige ein bisschen was Süßes. Ist einfach so eine Kochgrundregel. Wer die erfunden hat, keine Ahnung. Ob die wirklich was bringt, keine Ahnung. Aber ich mach's halt. So. Jetzt tue ich mal schnell die Schüssel weg, sonst seht ihr nämlich den nächsten Schritt nicht, weil jetzt kommen wir mal zum, für mich, für das Gebäck wichtigsten Teil. So. Erstmal, entschuldigt, ganz kurz einen Moment. Ich muss mal mit meiner Butterdose prallen. Ist meine erste eigene Butterdose. Bisher hatte ich immer bloß welche mit meinen Eltern und ich habe ja letztes Jahr einen neuen eigenen Kühlschrank gekauft und so. Spart nie an der Butter. Klingt doof. Ist aber so. Außerdem. Auch die sollte noch weg, wenn ich auch nicht mehr ganz taufrisch, um ehrlich zu sein. Aber wenn ich gerade rein bin, haue ich mir eine neue Butter noch auf. Entschuldigt. Ihr wisst ja, bei mir ist immer ein bisschen chaotisch. Eins oben alt und unten alt. Ich denke. Ja, da nehmen wir mal die da. So. Und wir tauen eine neue Butter auf. Dann haben wir das nämlich auch mal schon gemacht. Es tut mir leid, ich bin zurzeit ein bisschen konfus. Bei mir ist gerade nicht unbedingt die beste Zeit. Ich habe euch ja erzählt, dass mein Onkel verstorben ist. Und ja, irgendwie, ich trauere zwar nicht, aber ich bin nicht traurig im Sinne von, ich weine, aber bei uns ist so viel gerade los. Vor ein paar Tagen hatte Leo Probleme, jetzt beginnt jetzt bei uns bald ein Umbau. Ich werde meine Eltern fragen, ob ich es für euch ein bisschen mit der Kamera begleiten darf. Und ja, wenn nicht, dann nicht. Wenn doch, dann gibt es wahrscheinlich bei uns bald auf meinem Kanal so leichte Badumbau-Vlogs, wo ich euch mal einfach immer nur auf dem neuesten Stand halte, was Sache ist. Das ist nämlich jetzt der ganze Rest, also die erste Hälfte vom Februar bis Mitte Februar haben wir wahrscheinlich jetzt Bauarbeiten bei uns im Haus. Das freut meine Mutter und mich doch gar nicht. Aber ich freue mich für meinen Vater, weil er das schon lange machen möchte. Und jetzt kann er endlich, ja, hat er endlich die Zeit dazu gefunden oder so, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall, man kann es auch im Wasserbad schmelzen lassen, die Schokolade und die Butter. Aber ich für meinen Teil, ich finde, bis das Wasserbad heiß ist und alles, ist es leichter, wenn man es so macht. Da bin ich einfach, ehrlich gesagt, ein bisschen zu faul. Und ja, viele würden jetzt sagen, bei vielen Gebäcken ist es auch so, wenn man Eischnee oder sowas macht, dann ist es eher schlecht, wenn man heiße Butter hat, dann kriegt man nämlich nur ein Omelett raus. Aber wenn man zuerst das Ei und das Gebäck mischt, da schmeckt schon eins. Das war mein Abendessen letzte Woche. Aber wenn man zuerst das Ei drunter macht, also so wie ich es jetzt mache, dann finde ich, ist es von der Reihenfolge her egal, wie rum man es macht, weil der Teig ist eigentlich relativ geduldig, habe ich so das Gefühl. Also es gibt Teige, die sind sehr schwierig, wie zum Beispiel ein Biskuit. Da muss man sich aber wirklich an jede Kleinigkeit halten, weil der sonst zusammenfällt oder eben Eischnee-Probleme entstehen. Wer mein erstes Kochvideo gesehen hat, ja, liebt ja nicht so gut mit dem Eischnee. So, ich schlage ja immer die Eier erstmal in eine Schüssel, weil wenn irgendwas drin ist, zum Beispiel eine Schale oder so, ist es wirklich einfacher, es aus einem kleinen Schüsselchen rauszufischen, als aus einem ganzen Teig.
Und ja, falls dort irgendwelche ekligen Sachen drin sein sollten oder einmal nicht gut ist, dann kann man auch einfacher so wegschmeißen, als wenn man dann den ganzen Teig wegschmeißen muss. Ups, das war dann meine Butter, meine Schokolade, die gerade von der Butter runterflog. So, zum Beispiel hier habe ich jetzt so ein kleines Krümelchen, was ich nicht weiß, was das ist genau. Das möchte ich eigentlich nicht so in meinem Teig haben und drum tue ich es einfach rausfischen und fertig. Geht doch schnell. Also. Das Ei hätte jetzt aber auch nicht mehr. Ja, das Ei ist doch gut. So. Hier schalten wir mal runter, weil ich habe gerade noch volle Hitze. Das zweite Schöne an der Sache, wenn man es in der Pfanne direkt macht, ist, Butter kriegt ein bisschen Röstaromen, wodurch man gebräunte Butter bekommt und dann schmeckt es irgendwie, finde ich, noch ein bisschen besser. Also ich kann es euch jetzt nicht irgendwie so in irgendwie Zahlen so beweisen, aber es ist halt einfach so, dass ich dann so vom Aroma her einfach viel, viel besser finde. Mein Ofen ist jetzt warm. Und mein Gebäck noch nicht fertig. Na gut. Zeitmanagement ist nicht mein Ding, ich gebe es zu. Ich rühre in der Zwischenzeit jetzt mal die ganzen Zutaten, die wir jetzt schon haben, zusammen und versuche einen so halbwegs glatten Teig hinzubekommen. Was übrigens sehr schwierig sein wird, weil kaum Flüssigkeit dabei ist. Aber das Ding ist, daher kommt ja gleich die flüssige Schokolade und das Ding dazu und dann wird es dann automatisch flüssiger. Ich versuche halt das jetzt schon mal ein bisschen so zu verwischen, damit das dann nachher nicht so, ja, naja, dass das auch wirklich gut drunter gemischt ist und nicht irgendwie dann noch einzeln ist. Weiß nicht, ich kann es euch irgendwie, besser kann ich es euch nicht erklären, als dass ich halt, was ich mache. Ich habe nicht mehr sehr viel Schokolade gehabt, um ehrlich zu sein. Darum habe ich hier mehr Butter genommen. Normalerweise also Butter, wie gesagt, spart man nicht, aber ich würde nicht so viel da reinschmeißen, dann doch nicht. Aber ich muss halt irgendwie auch Flüssigkeit bekommen, damit das alles nachher. Ja, dafür zu sagen, das ist fertig. Da geht jetzt, wenn ich jetzt nur noch warte, dann. Das Schöne beim Kochen und Backen ist, jeder hat so seine Art. Ihr könnt es auch über Wasserbad machen, aber ich habe halt ehrlich gesagt heute den faulen Kochstil, weil ich mir denke, ja, wir haben Samstag Mittag und ich habe Hunger und ich möchte jetzt einfach schnell ein Gebäck haben. Weil sich auch noch lange Vorbereitungen und alles treffen. So. Das vermischt sich jetzt hoffentlich dann auch bald. Das wäre jetzt sehr charmant. Wenn es übrigens dann nicht nach einem schönen Teig aussieht. Oh, recht. Ich habe noch das Gefühl, ich kriege gleich meinen Rührdinger um. dann könnt ihr immer noch Flüssigkeit dazu tun. Oder ja,
Der Wegton ist schwieriger als der Zuton. Und hier merke ich jetzt, dass ich noch was brauche. Drum tun wir noch ein paar Schlucke Milch dazu. Damit es einfach eine flüssigere Masse gibt, die nicht so ein batschiges ist. Hätte ich eigentlich von Anfang an machen können, aber gut. Ich habe da halt kein wirklich fixes Rezept, so im Sinne von tu dies, tu das, tu jenes, sondern ich mache das nach Gefühl. Das ist so ein... Ja, Gefühl kann auch manchmal daneben fühlen, sagt man nicht, nicht umsonst. So. Ja, jetzt kurz. Das ist es, das wollte ich. Genau so eine Konsistenz wollte ich haben. So, jetzt klopfen wir alle auf Holz mit der Hoffnung, dass es genau reicht mit den Muffinförmchen. Ich habe ehrlich gesagt bei mir immer nie die Ahnung, reicht es oder reicht es nicht. Also. Ich habe da mit der Schokolade genau drüber überlegt, gerade ob ich noch ein bisschen Zucker reinmache. Weil wie gesagt. Aber wie andererseits, der braune Zucker wird nachher schmelzen und das alles. Und dann wird es dann am Ende doch zu packen. Nee, das machen wir jetzt lieber nicht. So, dann füllen wir uns jetzt einfach mal in die Förmchen ein. Also nicht ganz voll, weil da ist ja Backpulver drin und mit Backpulver geht es ja noch auf. Ja, jetzt passt es genau nicht. Das ist jetzt natürlich doof. Da habe ich jetzt noch, glaube ich, so 1 bis 1,5 Förmchen drin. Da muss ich doch mal ganz kurz auf den Tauchgang gehen. Die habe ich auf Förmchen-Tauchgang. Video habe ich, hätte ich jetzt hier auf Pause gedrückt und hätte für euch das alles noch vorbereitet und alles und so weiter, aber ehrlich gesagt, dieses Mal, weil es ein schnelles Rezept ist und es ja nur eine spontane Nummer ist, so, dieses Mal versuche ich auch mal so, dass ihr es seht. Das ist jetzt natürlich auch doof gelaufen. Nehme ich jetzt von allen Förmchen ein bisschen was weg. Das ist eh kein Schaden. Und dieses Förmchen noch aufzufüllen. Ja, dann läuft es schon nicht über. So. Na schön.
Wir nehmen mal von denen vor allem hier. So. Jetzt müsste es gehen. Okay. Echt gut. Sorry. Man sollte dein eigenes Gebäck eigentlich nicht so loben, aber echt gut geworden ist. Ja, ihr seht, dass ich habe das Teil schon mal benutzt. Es ist, ich gebe es zu, es ist recycelt. Ich habe da drauf schon mal für Leo ein paar Karotten gemacht, damit er. Ich trockne ihm immer gerne Karotten. Und da, es geht im Ofen ganz schnell, wenn man so Resthitze hat. So. Gut, das war's. Die gehen jetzt für exakt 13 Minuten erstmal rein, weil ich möchte einen flüssigen Kern haben, wenn alles gut. Ein bisschen zu viel. Ich muss doch mal. 1, 2, 3. So. Und wir sehen uns dann auch gleich in 13 Minuten wieder. Weil ich würde jetzt hier an dieser Stelle das Video beenden und ich zeige euch dann, wie die Waffeln rauskommen. Also dann, bis gleich. Tschüss. Okay. Ja, das versuche ich zumindest. Also, ihr habt gesehen. Und das ist auch ganz schnell und einfach gemacht. Ich bin übrigens gerade bei meinen Eltern, wie ihr merkt. Und ja, probiert es einfach mal nachzumachen. Und ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Kochvideo. Hoffentlich dann endlich mit der vegetarischen Bolognese. Also dann, bis bald. Tschüss. Da sind wir wieder. Jetzt hat es gerade angefangen zu piepen. Und jetzt hole ich mir mein Stückchen erstmal raus. Weil ich habe ja, wie gesagt, ich möchte eins so in den Flüssigfisch. Und perfekt. Ich nehme das da und tue den Rest wieder rein und nachher seht ihr noch eine Verkostung von meinen Eltern und da machen wir jetzt noch mal 10 Minuten laut drauf, einfach, ja, so ein Gefühl. Das muss man halt mal gucken und ja, das ist jetzt mein Stückchen. Und da ich euch ja schon sagen kann, dass der Teig supi lecker war, flüssiger Kern. Hat funktioniert. Gut, echt gut. Richtig gut. Also, ich esse jetzt mein Stückchen mal, ohne dass mich jemand dabei beobachtet. Ich hole mir noch zweites. Entschuldigung. Ich esse gleich zwei. Und dann haben wir nur noch zwei von meinen Eltern. Also das reicht. Wir haben 6 Stück gemacht. Wir haben 8 Stück gemacht. Da reicht 2 auch. Ja, also ich esse jetzt meins und werde euch dann nachher noch zeigen, wie meine Eltern probieren, damit ihr wisst, ob es auch wirklich gut ist. Oder ob der Koch einfach nur sein Essen liebt. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Und gut, ich wünsche euch jetzt was. Bis nachher. Das Ding ist, wenn ich jetzt auf Ausmachen drücke, muss ich meine Gabel weglegen. Also dann, bis nachher. Tschüss. Kein Anfang vom Ende, ein Anfang vom Video. Also, wie vorher schon angesagt, sind hier meine Eltern. Meine Mom hat sich sogar noch Tee. Aber ohne Gesicht, du bitte. Ja, gut. Ich kann das, stell dir vor. Ja, gut. Dann meine Mom guckt gerade Prospekte durch. Ja, super. Mein gut. Vater trinkt was. Ich bräuchte der Hose. So, und jetzt. Okay, du, ich kann da jetzt nichts machen, wenn er das Gesicht reinsteckt. Ja, ja. Bin ich nicht schuldig. Story. Sehr gut, also. Hier sind jetzt diese Muffins, wie schon angesagt. Die sind auch gläubiger dieses Mal. Du, warte, man darf hier was sagen. Man darf hier was sagen. Warte, den ersten Einstich. Ich finde die rote
Muffins. Du nimmst kleinere. Ah ja, das ist eine gute Idee. Der erste Anstich. Und das erste Mal probieren. Ich würde gerne jeden einzeln, also Mama, dein erstes Mal probieren, damit wir wissen, mein wie du es findest. Also nicht dein erstes Mal, wir wollen ja nicht unterschiedlich. Mhm. Papa? Hat was. Sie sind saftig geworden, ne? Mhm. Sie sind saftiger als letztes Mal. Ja, ja, also ich habe diesmal... Schokoladiger. Aber ich habe nicht mehr Schokolade benutzt. Was hast du noch geändert? Ich habe kein Kava-Pulver mehr rein. Ah, sehr gut. Ja, und dafür viel Butter. Da ist fast ein halber Butter drin. Das ist gut. Da bleibt's aber noch. Ja, ich habe vorher auch gerade voll zugeschlagen. Ein und Gruß an die Cholesterinwerte. Hallo an unseren Arzt. Ich glaube halt gerade eh egal. Ja, bis jetzt war es gesund. Tja. Scharf tun. Ja. Ich kann nicht scharf essen. Reis und Curry. Ja, gut. Wie ihr seht, gehen jetzt die Muffins weg. Also würdet ihr empfehlen, sie nochmal nachzumachen? Ja, unbedingt. Ja, was? Das ist mein Vater, der sagt immer was. Das heißt, das ist bei anderen wirklich supi-dupi mega. Also dann, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns gleich beim Outro.